Hallöchen, willkommen zurück bei A World of Little Legends Folge 6. Wir haben das letzte Mal, ihr hört es im Hintergrund, überraschenderweise ganz viele Tiere gefunden. Und da machen wir jetzt dann noch weiter. Wir haben jetzt eine Kuh, wir haben Schafe und wir haben Hühner. Und wir suchen jetzt Gold und Schätze, um weitere Gegenstände herzustellen. Unsere Hühner waren wieder brav. Das heißt, wir können uns hier ein paar Eier abholen. Ich muss immer die Tür zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir irgendwann rauslaufen. Ich meine, ich gehe schon davon aus, dass sie hier glücklich sind, ja, aber man muss es nicht drauf anlegen. Die sind nicht so schnell. So, wir tauschen das aus. Wir legen die Äpfel wieder ab. Okay. Die kann man. Das lege ich ins Kochen. Lege ich ins Kochen rein, glaube ich. Passt, das haben wir auch mit. Das heißt, es zum Essen haben wir echt genug. Okay. Suchen wir neue Schätze. Unseren Werkzeugen geht es noch halbwegs gut. Wir waren eigentlich im Inbegriff, nach links rüber zu gehen. Wir waren schon oben. Wir waren auf der rechten Seite und jetzt schauen wir auf die linke Seite rüber. Und wir sollten hier ein paar Sachen mitnehmen. Denn ich glaube, bei den Steinen waren wir jetzt nicht so brav die letzten Male. Holz haben wir echt viele. Da waren ein paar 99er Blöcke voll, Stacks voll. Aber bei den Steinen, da haben wir sehr viele aufgebraucht für die Mauern. Das sind nur so irgendwie jeden zweiten oder so im Moment. Okay, wir sind wieder in einer Grasgegend. Wir müssen nach den bösen Statuen Ausschau halten. Das Weizen können wir eigentlich auch mitnehmen. Denn die Statuen bewachen. Zumindest gehe ich davon aus. Bis jetzt war es meistens so. Hi, Sonnenblume. Dann halt so. Und wir bleiben wieder bei der Devise, wir weichen nicht zu stark in der Höhe ab, sondern gehen wirklich nur in eine Richtung, damit wir wieder zurückkommen. Als nächstes gehen wir dann nach unten. Dann haben wir mal alle vier Himmelsrichtungen in einem gewissen Ausmaß abgedeckt. Ich glaube, viel weiter müssen wir noch gar nicht weggehen. Er sagt, er geht nach links und rennt gerade nach oben. Was liegt da? Nice. Schweine. Aber nein, wir sammeln jetzt keine Tiere. Wir haben eine Aufgabe. Aber stimmt, Schweine sind die einzigen, die uns noch fehlen, kommt mir gerade. Trotzdem. Es tut mir leid. Nein. Führe mich nicht in Versuchung hier. Man merkt, ich bin jetzt schon ein bisschen abgebrüht, was das Tiereabschlachten angeht. Ist ja nicht so, dass wir nicht die Materialien bräuchten von ihnen, ne? Boah, jetzt gehen wir aber schon relativ lange nach links rüber. Tiere. Ich höre Tiere. So, ein bisschen können wir runter. Das sieht gut aus. Eine Ruine. Oder? Oh. Hallo, Nachladeeffekt. Jawohl, wir haben was gefunden. Kein Gold hier drinnen.
Aber ein Bucket. Wir hatten noch kein Bucket. Hast du Gold für uns? Was Gold Ore? Copper Ore. Gold Ore, okay. Wir haben nur noch keinen Weg, wie wir das weiter verarbeiten. Hammer. Mit was kann ich denn abbauen? Kann ich die Dinge überhaupt abbauen? Anscheinend nicht. Oh, 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 Essen. Essenszeit. Pause. Ich bin sehr froh, dass wir so viele Herzen haben. Gut, dann lassen wir die Ruine Ruine sein. Wir haben ja eine süße kleine bei uns. Die müssen wir nicht gigantisch ausbauen. Ich weiß halt nicht, wie selten diese Schätze erscheinen. Oder ob wir quasi hier für das nähere Gebiet das jetzt schon erschöpft haben mit dem. Oder ob es doch noch Sinn macht, dass ich in diese Richtung laufe. Vielleicht ist es ja wirklich komplett random. Vogel. Irgendwann holen wir auch Slimes. Hallo? Komm jetzt aber. Und ein zweites Mal. Moment, Slime, du darfst da nicht drauf. Ich muss ja gleich wieder runter. Okay. Ladet hier wieder was nach? Nein. Das ist aber eine sehr coole Wassergegend. Wenn man Brücken bauen könnte, würde ich ja auf sowas meine Basis errichten. Das wäre sehr cool. Liebe Äpfel, ich horte euch, damit ich genug habe, wenn es wirklich zur Apfelkuchenproduktion losgeht. Langsam wieder zurück. Ich soll mal auf die Uhr schauen. Renne ich seit 8 Minuten schon in die Richtung? Also wie beim Joggen. In eine Richtung geht es immer relativ leicht und irgendwann, wenn man gut unterwegs ist, ist man so, damn it. Ich muss die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und ja, vielleicht war ich kurz davor, einen Uber zu rufen. Vielleicht. Aber ich habe es nicht getan. Wir überqueren jetzt noch einmal das Wasser und schauen, ob da drüben irgendwas ist und ansonsten gehen wir retour. Okay, wir überqueren noch... Oh, Schwein. Yes, wir brauchen Fleisch. Was muss ich dafür opfern? Grassamen. Hatten wir noch gar kein Schweinefleisch mit, wenn wir das Rezept jetzt gerade freigeschalten haben. Das wundert mich etwas. Da oben ist noch eins. Aber ihr Kleine gibt es nichts her, glaube ich, ne? Das ist der kürzeste Wüstenabschnitt, den ich je gesehen habe. Das sind sogar zwei Statuen. Vier! Ja, kommt's.
Okay. Ein Goldbarren, ein Goldbarren. Alarm. Okay. Nein. Ich will die Rosensamen nicht. Ich will den Goldbarren, danke. So. Damn it. Wir können aber den hier austauschen. Und wir können wieder was essen, dann können wir das Brot mitnehmen. Und das können wir eigentlich auch gleich essen, es gibt eh nicht so viel her. Dann nehmen wir das Leder noch mit. Und Äpfel können wir sowieso. Was war das für ein Geräusch? War das das Schwein? Keine Ahnung, wo ich hier hänge. Da. Habt ihr gerade gegrunzt? Immerhin haben wir ein paar Koteletten mit. Nachdem wir da gerade unsere ganze Hauptnahrung aufgebraucht haben. Wie ist auf das Huhn? Jetzt. Wie kann man denn aus dem Gold Ore Gold herstellen? Wir brauchen einen Brennofen, würde ich sagen. So instinktiv halt. Okay. Wir sind jetzt wirklich schon weit unterwegs. Wir müssen wieder retour. Oder wisst ihr was? Nein, wir machen das anders. Wir gehen hier ein bisschen erforschen in eine Richtung und ich gehe dann außerhalb der Folge, also offline quasi. Ach, wie formuliert man das, wenn man auf YouTube ist? Das verwirrt mich. Gehe ich dort den ganzen Weg zurück. Und dann stoppe ich und wir machen genau da dann weiter. Neues Gebiet. Was ist da oben? Ich will einen Vogel. Es ist so schön, wie die Blätter auch runterfallen. Ganz langsam fallen sie zu Boden, ganz gemütlich. Wie schön die Büsche hier aneinander gereiht sind. Könnte man fast meinen, das wäre Absicht. Uhuhu, Statue. Feind gesichtet. Aber keine Truhe gesichtet. Feind, was beschützt du? Ich sollte das fragen, bevor ich ihn abschlachte. Das war jetzt taktisch nicht so klug. Ich glaube, der hat nichts beschützt. Das war ein einziger Reinfall, der Herr. Es ist so schräg, jetzt wo es gechillt ist, wieder zu spielen, nach langer Zeit. Ich meine, gestern habe ich gleich zweimal gestreamt, einmal in der Früh, da mal VHP View ausprobiert. Leider echt nicht so meins. Ich habe mich sehr lang drauf gefreut. Ich habe das seit Kickstarter verfolgt. Und damn was loaded. Ein ganz, ganz altes FMV.
Und am Abend dann Dark Souls, weil ich war so, hey, am Abend noch ein bisschen entspannen. Ja, ich weiß, es ist Dark Souls. Das ist bis jetzt so meine Art von Entspannen gewesen. Weil ich wirklich schon lange auch kein Farming- oder Crafting-Spiel mehr gespielt habe. Ich sehe eine Truhe. Und das ist sehr angenehm gerade. So, Truhe. Ja, den können wir wieder austauschen. Bei nehmen wir den doch statt den Grassamen hier mit. Es wäre natürlich richtig cool, wenn wir irgendwie auf eine Stadt stoßen würden, wo, ich weiß nicht, zufälligerweise ein Ofen herumsteht, dass wir das alles verarbeiten könnten. Weil wir haben jetzt ein Goldbarren, das heißt, wir haben erst zwei Goldbarren. Und ich glaube, wir brauchen drei oder sogar vier Goldbarren, um das nächste große Ding zu bauen. Da hatten wir in unserem ersten Stream so viel Glück. Wir haben, glaube ich, mit einer Kiste die Goldbarren voll gehabt. Und dann konnten wir gleich mit diesen Magic Seeds weiterarbeiten und was ganz Cooles herstellen. Da unten ist das Schwein. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendein Rezept mit die Schwammerl, weil wenn das nur mit der Schale ist, dann habe ich bereits dezent zu viel aufgenommen. Das ist halt ein Nachteil, dass man dann immer eine Schale braucht und die auch einen Inventarslot auf. Braucht die einen Inventarslot auf? Ja. Wobei, einen nur. Man stackt ja. Bush-Sapling weg. Was können wir noch weg? Sandstone, das haben wir eigentlich genug neben unserem Haus. Eigentlich, na, die Schaufel. Hallo, liebe Schafe, ich habe gehört, ihr habt Wolle. Und Fleisch. Derweil hätte ich auch noch nicht bemerkt, dass das Fleisch irgendwie schlecht wird. Deswegen... her mit dem ganzen Zeug und wir kochen vor. Das nehme ich mir auch schon seit lange vor, dass ich sonntags immer vorkoche für die ganze Woche. Das funktioniert nicht. Wenn ich koche, esse ich, dann esse ich nochmal. Und bevor ich ins Bett gehe, stehe ich so lang beim Herd, wo das Essen natürlich auskühlen muss, deswegen konnte ich jetzt nicht wegpacken. Und esse es so lang, bis es weg ist. Es ist noch nie genug überblieben. Vogel! Ich komme schon wieder von meinem Weg ab. Ich bin in diesem Spiel mein größter Feind. Hat da was geleuchtet? Wenn es nachladet, kann es sein, hin und wieder, dass er stecken bleibt. Einfach ein bisschen Zeit geben, man sieht schon, wenn irgendwas noch kommt. Und eine Bewegung machen. Linke oder rechte Maustaste, dann ist man wieder befreit. Ich habe das Gefühl, die Karotten geben mehr her als das Hühnchen.
Wir werden da links auch nie ein Ende finden. Ich glaube, waren es 160 Kilometer, waren es 60 Kilometer. Auf jeden Fall ist sehr, 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 sehr weit geht es in eine Richtung. Und auch dann, glaube ich, gibt es kein absolutes Ende der Map. Aber man geht auch nicht im Kreis. Ich glaube, das Schaf hat mich angerülpst. Nicht sehr höflich. Ich mag es aber verzeihen, weil ich gerade die Eltern abgeschlachtet habe. Sind es Kürbisse? Oh, wir haben Kürbisse gefunden. Haben wir schon Kürbisse? Bin mir nicht sicher, aber ich würde gerne eine Kürbisfarm auch aufmachen. Es ist so lustig, in reinen Farming-Spielen farme ich nicht. Überhaupt nicht, nämlich. Überhaupt nicht. In einem Crafting-Mining-Game, oder Mining ist nicht Crafting-Game, farme ich. Okay, wir haben eigentlich keinen Platz für den Mauern. Ausnahmsweise lassen wir das da. Das ist ein fetter Kürbis. Okay, den müssen wir eh nicht zwangsläufig mitnehmen, weil wir ja die Kürbissamen haben und den selber anpflanzen werden. Ich glaube, ich kann jetzt langsam nichts aus meinem Inventar weghauen, was mir nicht irgendwie wehtun würde. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir einen größeren Rucksack noch craften können. Zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn wir bestimmte Gegenstände gesammelt haben. Aber ich glaube, man sieht schon recht gut. Wir gehen jetzt ungefähr seit 15 Minuten, würde ich jetzt sagen, in eine Richtung. Und es waren jetzt doch sehr viele Ruinen da. Oh, das schaut auch noch gut aus. Ach Gott, ich glaube, ich muss das weghauen aus dem Inventar. Ich will die Mauern. Goldbarren Nummer 3. Was bist du? Du kommst mit auf den Friedhof. Wir müssen schon wieder essen. Was kann ich ihm wegschnabulieren hier? Soup. Wait. Nein, ich habe falsch geklickt. Ruined Wall. Dann gehen wir hier das hier weg. Nehmen die Wallteile. Den Sandstone haben wir gesagt, können wir verzichten. Das Gold Ore können wir mitnehmen. Das können wir auch alles mitnehmen. So, und Copper Ignite haben wir. Ja, ehrlich, ich lasse die Schalen da. Wir brauchen nur Holz für die Schalen. Das ist jetzt kein so hohes Gut. Ich glaube, Artemus hat bei seinen Häusern diese Wände benutzt. Das werden wir für den Wintergarten nehmen. Wir machen im Wintergarten dann eben auch diese Wände. So, wir haben hier 2 Gold und drüben 1. Ich hoffe, dass wir für das Cauldron wirklich nur 3 Gold brauchen und nicht 4. Dann sollten wir nämlich jetzt alles haben.
Und wir können zurückgehen. Wir können unseren Friedhof dann ein bisschen ausbauen. Und hoffentlich neue Rezepte herstellen. So. Bevor wir noch weiter reingehen, würde ich sagen, hier brechen wir ab. Wir haben das gefunden, was wir finden wollten. Habe ich schon richtig gesagt, was wir finden wollten. Und ich marschiere jetzt auf jeden Fall gemütlich die Strecke zurück und in der nächsten Folge machen wir weiter, wenn wir alles platzieren und hoffentlich mit dem Gold, das wir gefunden haben, genügend haben, um das Gold schon herzustellen. Also, bis zum nächsten Mal. Es freut mich. Bye.